Guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Runde Survivor. Okay, nice, nice, nice. Ja, wir spielen Tower of Salem Ranked. Und wir spielen scheinbar Survivor. It was a brownie butter donut from Krispy Kreme. Aber Donut schreibt man nicht so, zumindest nicht in Amerika. So, wir sind Survivor. Das ist eine Scheißrolle, weil man muss überleben und ja. Wenn man Survivor claimt, wird man umgebracht. Erste Nacht nutze ich mal keine Weste, weil ich nicht glaube, dass wir angegriffen werden. Wir haben einen relativ unauffälligen Namen. Wobei in letzter Zeit heißt das auch nichts mehr. Egal, wir nutzen mal keine Weste. No West. Night One. What's going to happen? Ja. Die Zeit geht natürlich runter, wie immer. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir hoffentlich überleben werden. Wir wissen, dass wir hoffentlich überleben werden. Das macht gar keinen Sinn. Egal. Wir überleben. Geht doch. Wunderbar. Perfekt. Joselle ist gestorben. Nee, es hätte auch nicht sein müssen. Sie war doch noch so jung. Auch noch umgebracht, ja. Von der Mafia. Hat sie ihr Schutzgeld nicht bezahlt? Das passiert, ja. Deswegen, Leute, entweder Schutzgeld zahlen oder die Mafia umbringen. So sieht's aus. Oh, ich habe gerade gedacht, das wäre der letzte Wille und mich schon gewundert, warum der Mafia, was auch immer, gestorben ist. Google said it can be written as Donut or Donut, so suck my nut. Also, I was doused. We figured. So, stimmt, es gab keine SK-Skills, deswegen wahrscheinlich Aso oder Werwolf. Donut. Okay, hier kommt nicht viel Sinnvolles raus. Ich meine, für uns ist das relativ egal. So, ja, I touch children. Okay. Ich touch dein Face. Mit der Faust. Mitten rein. Ganz unzärtlich. Es gibt hier eine Menge Donut. Den Donut Dog. Den best Donut ever. Dog Funny. Ja. Ich weiß nicht, warum der gebootet wird. Ich boot einfach mal mit. Wenn die Town das will, passiert halt nichts, okay. Aber ja. So ist das Leben. Ist die Frage zweite Nacht, Weste oder keine Weste? Ich würde mal sagen, keine Weste. YOLO, ja. Oder sollen wir mal zweite Nacht eine Weste nutzen? Ich meine, die einzigen, die mich umbringen können, ist die Mafia. Weil der Aso, der doust mich nur. Und ja. Ich glaube, da hilft auch meine Weste nichts, wenn der mich dousen will. Oder doch. Jetzt bin ich verwirrt. Toll. Toll, toll, toll. Soll ich nicht? Soll ich nicht? Ah, ich mach's mal. Ah, es war unnütz. Unnütz! Egal. Und es gibt auch keine Tor. Oh, doch, da. Nananim. Sehr schön, dass der Name hier gar nicht von James Russell verdeckt wird, ja? Muss er sich wieder in den Vordergrund schieben? Nanami. Oh, hat sie die beiden investigativen Rollen gefunden, angeblich. Sieht nicht gut aus für Town. Der Jailer ist weg. Another game, another shitty jailer that doesn't execute the obvious access gesture. Hey, I shot the sheriff. Schönen Bob Marley-Anlehnung hier. Alter, was ein Chaos einfach. Also eine Wasserflasche hat Katzen. Und Waterbottle hat Lookout geclaimed.
I was a mayor. What the fuck? Was geht denn hier ab? Ganz ehrlich. Ein bisschen Konzentration auf das Spiel. Immer noch gegen den Best Donut Ever gewotet. Ja, es muss hier vorangehen, weil umso weniger Leute leben, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir hier als Survivor gewinnen. Ja, komm, einer noch. Dann stirbt er. Was auch immer er ist. Scheiß drauf. YOLO. Zweck. Überhaupt. Ja, toll. Nichts passiert. So, benutzen wir jetzt eine Weste oder benutzen wir keine Weste? Welche Nacht ist denn? Es dürfte Nacht 3 sein, ist das korrekt? Nacht 3. Haben noch 3 Westen, kommen bis Nacht 7. Okay, wir benutzen jetzt keine Weste. Yoso, you only sleep once. Ja. Gut, 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 pam, ja. So. Ja, die Nacht geht vorbei. Ja, Es ist nachts irgendwie langweilig als Survivor, weil man nichts machen kann. Ich mag Rollen, wo man nachts was machen kann. Ich kann auch den letzten Willen hier mal wieder zumachen. James Russell ist gestorben. Ja. Hat auch direkt geliefert, instant. Brutally murdered. Ja, ja. Und was war James Russell? Diese beruhigende Musik. Aufbruch in neue Welten. In fact, we have got our father once now. Oh, cleaned. Wir haben auch einen Janitor. Oh, aber Jayla ist back. Welcome back. Welcome back, Nanami. Fabking ist vermutlich der Retri. Wie soll denn bitte schön die Mafia den Aso umbringen? I'm an idiot. Ja, du berührst ja auch Kinder, weißt du? Das ist nicht in Ordnung. So nicht. Auch wenn es deine eigenen sind und du ihnen nur die Haare kämmst. So nicht, ja. Kinder fasst man grundsätzlich nicht an. Die brauchen keine Zuneigung und Liebe. Vor allem nicht diese besondere Art von Liebe, die wir alle kennen, ja. So nicht. I touch children, ja. Hört sich direkt komisch an. Best Donut ever. Okay, ich habe gerade schon irgendwie gedacht, ich würde hochgewählt werden, aber nein. Nein. Wer würde mich hochwählen? Ich bin Survivor. Die Frage, claim ich, wenn ich gejailt werde, dass ich Survivor bin? Ja. Was anderes claimen ist doof. Okay. Das heißt, er ist Survivor. Nicht Survivor, Veteran. Stimmt, ein Vigilante ist tot, aber es gibt halt noch den Random Town. Und? Town is damned. Good luck, Mafia. Die dunklen Wolken ziehen auf. Man hört den Donnerschlag. Und der Blitz. Kommt. Ach, es hängt schon wieder. Was soll denn der Scheiß? Wäre so schön gewesen. Bam. Da zerfällt er zu Staub, der Veteran. Es war nämlich möglich, durch die Random Town. Gut, dass ich kein Townie bin. Bada bing, bada bing. So, und weil es abwechslungsreich ist, abwechselnd eine Weste zu benutzen und keine Weste zu benutzen, benutzen wir jetzt einfach mal eine Weste. Nightfall. West. Wir wollen ja schließlich überleben. Wir sind ja ein Survivor. So, ja. Put on a bulletproof vest at night, protecting you from attacks. Das Goal ist auch schön. Lebe bis zum Ende des Spiels. Wir wurden natürlich nicht angegriffen. Bis jetzt haben wir noch nicht ein einziges Mal eine Weste benutzt, wo es sinnvoll war. 2 Tote.
Damn. Könnte ein Bodyguard eingeschritten sein. Fab King dürfte der Retri gewesen sein. Und? We couldn't find a last wear. Tja, zu doof. Oh. Da hat wer kräftig gefappt. So viel gefappt, dass da schon Blut mit rausgekommen ist. Okay. Oh, executed by Jailer. Interessant. That guy. Und? Was war er? Oh, das ist für James. Oh mein Gott. Er war Mafioso. Immer diese Donuts. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage. Das heißt nicht fuck yes, das heißt hell yeah. Ja, du willst nur Kinder anfassen hier. Ja? Ja, Fab King war so retri. Haben wir natürlich richtig gesagt, ja. Er hat nämlich direkt den Jailer angeschrieben. Das heißt, es ist auch nicht so der große Verlust für die Town. I hate janitors. Ja. Warum wird jetzt hier Dog Funny, Duck Funny gebotet? Sein neuer Guest für Aso. Ich meine, letztes Mal hat es ja gut geklappt, da hat er nun den Veteran rausgedingst. Aber, ja. So, wir haben jetzt noch zwei Westen. Wir benutzen diese Nacht keinem. Ja. Wir sind zu unauffällig. Uns will niemand umbringen. Deswegen schön wieder abwechslungsreich. Keine Weste, ja. Dafür aber einen Schluck Kaffee. Weil Kaffee ist wichtig. Kaffee dehydriert dich aber, Mama! Falsch. Nach neuesten Studien dehydriert Kaffee Menschen, die an Kaffee gewöhnt sind, nicht mehr, sondern gilt auch als Flüssigkeitsaufnahme. Und glaubt mir, mein Körper ist an Kaffee gewöhnt. Nein! Fuck, 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 ich hätte eine Weste benutzen sollen. Weißt du, da benutzt man mal keine Weste, so zum dritten Mal. Und bis jetzt war es jedes Mal unnütz und jetzt stirbt man einfach. Mann, ich wollte doch nur überleben. I want to survive. Okay. Aber ja. Spätestens hätte ich behauptet, ich bin Survivor, hätten sie mich wahrscheinlich eh umgebracht. Daher liegt mein kleiner Yeti jetzt einfach tot da und schmilzt auf der Lava dahin. Oh, Jailer's on Run. Wir haben schon wieder diese Kante hier oben. Das will doch kein Mensch. Kante, geh weg. Geh weg. Los. Verschwinde. Hallo? Kante? Machst du was? Guck, guck. Geht doch. Man muss die Kante nur anschnauzen, dass sie verschwinden soll. Und dann geht sie auch weg. Bam. Ja, Jailer ist ein Chitorino, eindeutig hier. Diego Armando. Das waren wir. Wir sind einfach gestorben. Wir waren nur noch so jung. Scheiß Mafia. Jetzt bin ich für Town. Town muss gewinnen. Ach ja. So, es lebt noch. Es lebt noch mindestens der Godfather. Dann der Aso wird noch leben. Der Jailer, also das hier ist der Jailer. Der Diego ist schon tot, ihr Idioten. Hat nicht so gut geklappt mit dem Framing. Gut, Nanami ist definitiv der Jailer, das wissen wir alle.
Es gibt mindestens noch einen Mafia. Annie könnte auch Mafia sein. Weil bis jetzt sind von den Evils, also hier das Evil, hier das Benning, das waren wir. Das muss man hier mal aufpassen. I ain't no Aso or Mafia. Ja, das kann ja jeder behaupten. I Touch Children macht hier einen auf Escort. Könnte noch sein. Wir wissen natürlich nicht, was hier James Russell war. So. Doc Funny wird jetzt erhängt. Verbrannt. Mit Steinen beschmissen. Vom Blitz getroffen. Man weiß es nicht. Man wird das gleich sehen, vermutlich. Wait, why me? Ja, weil du böse bist. Die haben beschlossen, du bist böse und deswegen bist du umgebracht. So einfach ist das. Ja, mhm. Sterben. Ja, ja. I'm Survivor. Idiot. Idiot! Idiota! Oce grande idiota. Weißt du? Hier ist der Survivor. Dude, Survivor ist tot. Der Survivor ist gestorben. Ich meine, klar, er kann auch trotzdem Survivor sein. Und? Fake Will. Sag ich doch. Boss-like. So, jetzt kommt noch eine Nacht und mit etwas Glück hat der Jailer jetzt den letzten Mafioso bzw. den Godfather mitgenommen und dementsprechend wird es die letzte Nacht sein in diesem Spiel. Vielleicht ist der Annie auch noch böse und dementsprechend passiert das nicht, aber... Man weiß es nicht, man munkelt's nur. So. So, ja, mhm. Ja, an den Worten ist es hart, wie scheiße, als Aso zu gewinnen. Ist ein bisschen was dran. Gestern beim Krieren im Stream war ich eine Runde Aso. Ich habe am Ende zwei leben lassen und entzündet. Und habe eigentlich gedacht, eine davon ist Mafia, der andere Town. Dummerweise waren beide Mafia. Das war ein bisschen blöd. Oh, Jailer ist tot. Oh, 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 oh. Hoffen wir mal, dass sie den letzten Willen geschrieben hat. Nein, hat sie nicht. Tja, sonst hätten die Leute jetzt gewusst, wen sie gejailt hat. Und dementsprechend hätten sie diese Person ausschließen können. Aber nein. Who was railed? I'm lookout. Okay. Water bottle claimed lookout. Ja, ja. Jetzt wird hier Waterbottle hochgevotet. Kriegt es richtig auf die Reihe. Es claimt zwei Lookout. Einer claimt Escort. Was claimt denn der vierte? Mhm. Es könnte natürlich auch sein, dass da noch ein Konsort steht und kein Escort. Das
Jetzt müssen sie alle erstmal rumschreien, ja. Weil wer am lautesten schreit, der hat recht. Ach ja, jetzt schreibt Fold auch mal, dass er wirklich Lookout ist. Premium, das hat ihm das Leben aber nicht mehr gerettet. Er ist tot. Und dadurch wird jetzt vermutlich die Mafia gewinnen. Weil die Mafia jetzt ganz entspannt einen der Innocenten umbringt. Der Innocenten, sag ich schon. Der Townies umbringt. Sind ja nicht bei TTT. Und ja, dann steht es 1 gegen 1. Und da macht der Townie nichts mehr. Vor allem nicht, weil es ein Veteran sein könnte. Könnte es nämlich nicht, weil der Veteran ist tot und Veteran ist eine einmalige Rolle. Wir sollten im Endscreen definitiv noch gucken, was James Russell war. Fold hat einfach mal gelieft. Premium. Das heißt, wenn der Mafioso oder der Godfather besser gesagt jetzt direkt den Richtigen umbringt, ist das Spiel schon vorbei. Aber so wie ich die Leute hier einschätze, wird er erstmal schön den Geliefften umbringen, damit er doppelt tot ist. Weil sonst kommt er noch zurück, Jesus-Style, und das will man ja nicht. Dann gibt das Spiel mindestens noch 3 Tage, weil Jesus kommt ja erst nach 3 Tagen zurück. So. Jetzt nicht sein fucking Ernst. Diese dumme, dumme Mafia. Dumme, dumme Mafia. Ja. Ich meine, wir haben so oder so verloren, aber die Town hätte das noch gewinnen können. Und die Mafia hätte es diese Nacht beenden können. Aber nein. Die müssen ja alle Scheiße bauen. Oh ja. Das heißt, der Random Town war Lookout. Und der, oder der Annie halt, je nachdem, wie man es sieht. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht nach 50 Spielen weißt, wie. Okay, doch kannst du. Alles Idioten, alles Idioten, alles Noobs außer Mutti, ja. Hashtag alles Noobs außer Mutti. Muss man hier auch mal schreiben. Ja Leute, jetzt müssen wir hier noch eine Nacht verbringen. Das ist doch grenzdebil. Das hätten wir uns doch sparen können. Jo. Ja, hätte sie Katie gekillt, hätten die zu zweit den Mafioso hochvoten können. How did you know I ain't sheriff? Jupp. Ich meine, die hätten auch vorher lügen können, klar. Aber es war lucky, weil sie hätte halt auch Fold erwischen können. Nee, nicht Fold. Den zweiten Lookout erwischen können und dann wäre das halt auch vorbei gewesen. Für sie. What the fuck? Warum bringt er die denn nicht um? Oh mein Gott, da ist ein toter Veteran. Der kann gar nicht Vet sein. Veteran ist einmalig. Oh my fucking god. Wenn gleich noch kommt, oh, vielleicht bist du der Bodyguard, der sich selber beschützt, an dem ich sterben würde. Ich glaube nicht. Es ist ja fast wie Spy Claim, wenn man im Jail ist und nicht Spy ist. Ja. Fast genau so doof.
Today's public vote and trial will start now. Oh mein Gott, und sowas gewinnt auch noch, ja? Das kann doch gar nicht sein. I fucking yells. Oh mein Gott. Dim didi dim didi dim. Dim didi dim didi dim. Please hold the line. So, ich muss hier bleiben, weil ich wissen will, was James Russell war. Einfach nur, um es zu wissen, ja. Außerdem lief man keine Games. Vor allem keinen Ranked. Ich meine, wir können so oder so nicht mehr gewinnen und auch nichts beeinflussen. Also wäre es okay zu leaven, aber ja. Muss jetzt nicht sein. Es ist ja jetzt eh hoffentlich vorbei. Please. Please. Wenn sie jetzt nicht tot ist. Wenn das Ganze ein Draw ist. Dann schreie ich. Okay, sie ist tot. Sehr schön. Sie hat mich zweimal beobachtet. Gut, damit ist das Spiel auch zu Ende. Wir gucken jetzt noch schnell, was James Russell war. Er war... Oh, Mayor. Nice. Aber gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Town of Salem. Ach du Scheiße, was stimmt denn nicht mit der hier, der Punkteliste? Wir haben definitiv schon mal verloren. Wir haben auch gerade schon verloren. Also daher, what the hell. Egal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und oder abonniert uns. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Town of Salem Ranked. Euch bis dahin eine schöne Zeit und bye bye.